Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge bei 19 Kategorien Urban Touring, also 3.101. Ja, ich fahre jetzt mal kurz im Händler. Wir hätten hier vorne so ein Gerät kaufen von Sander von Graf. Es gibt einen Zusammenhang mit normal Schneidwerk und anderen Schneidwerk. Bekomme ich nur Gras auf dem Anhänger raus. Ich möchte aber Pferdegras haben. Beim Ballenpressen klappt das schon mal. Da bekomme ich Pferdegras. Das Pferdegras bekomme ich bei der BGH. Ja, viel mehr Geld als für normales Gras. Also versuche ich jetzt das Gras raus, Pferdegras rauszubekommen. Das Ballenpressen alleine wäre ganz schön viel und wäre extrem viel zu transportieren. So könnte man das mit A3 fahren lassen. Wenn das klappen würde, ich würde ganz vorher mit dem Schneidwerk ganz normal das schneiden, also mähen und spatten und dann im Anschluss mit diesem Gerät anfangen zu sammeln und später mit dem zweiten Gerät dazu noch mehr sammeln, ne? Also mit dem Drohne dazu. Und dann ganz normal abfahren lassen über A3 zum Silo. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Ja, hier ist der Versuchsaufbau schon mal fertig, der klappt schon mal ganz gut. Das funktioniert. Hat der Prinzip wieder schön presst. Das ist mit Pferdegras. Und ich will aber da eigentlich nur mit dem Gerät machen. Ne? Wenn das klappt, ist es gut. Wenn nicht, so, dann müssen wir halt Ballen pressen. Vielleicht mache ich die Ballen ein bisschen größer, da bin ich nicht gefahren müssen. Die 8000 oder so. Oder 12.000. Sonst müssen wir uns selber extrem viel fahren. Ja, unser Mod hier für Realismus Fahreigenschaft bekam heute ein Update. Schauen wir, ob einiges besser geworden ist, ne? Weil Einsacken der Räder vorne bei langsamer Geschwindigkeit war ja halt vorhanden. Ich habe jetzt zwar überall Breitreifen drauf, aber wie gesagt, also Zwillingsbereifung. Gut, Anne kommt ein Händler. Und gleich mal. Gut, keine Kollision hat, ne? Eine Hand lenken, andere raus. Ist dann, wenn es eng wird, doppelt und blöd. So, kann man hier vorne stehen. Ich weiß ja nicht, wo ich am meisten links. Und zwar für ein Glas brauchen wir. Mähtechnik, Schiebeschilder. Das war da hier vorne doch, ne? Und zwar brauche ich so ein Teil, aber halt für Glas. Wenn die es haben. Da haben wir es auch. So, hier steht eigentlich dran, also Gras, das und das. Müsste eigentlich funktionieren. Hier müsste eigentlich auch funktionieren. Oh, Pferdegras. Da gibt wohl kein anderes Symbol, ne? Ja, müsste eigentlich funktionieren, aber wie gesagt, eigentlich. Ja. Jetzt habe ich drauf, ach, für Pappeln, glaube ich. Das ist eine Breite von 6 Meter. Und das war ja der Mod vom, der das entsprechen könnte. Gut, dann nehmen wir hier Details und ja, das kaufen wir. Ist egal. Zurück. Falls funktioniert das gut, wenn nicht, dann müssen wir halt wieder abgehen. Ne? Das muss ein Ding sein. Das alte Schneidwerk oder das alte, sag ich mal. Das, dieses werden wir ganz kurz hier abstellen. Ich weiß aktuell nicht, wohin damit. Ne? Wo die Schneidwerke hinkommen. Müssen wir später mal schauen. Weil ich aber noch Mais zu machen, ne? Das ist ja halt ganz Problem. Aber bei später, ne? Also wieder bei später. Viel später. Und hier will ich probieren, ob da das aufnimmt und auch im Hänger anzeigt als fertig. Das ist entscheidend. Ob ich da jetzt mal einen anderen Hänger probieren sollte, ich glaube. Wenn das nicht jetzt nicht klappen sollte mit normalen Anhänger für Gras an sich, für Häcksel oder so, Gras-Sammelwagen, kann er beides nicht.
dann würde ich auch einen anderen Anhänger probieren. Der Regen ist natürlich ungünstig, weil ich habe ja festgestellt bei Klee, dass zum Beispiel es wird weniger. Und ich würde jetzt ungern anfangen mit der vollen Ernte. Probieren, kein Thema, machen wir. Aber ich sag mal so ganz vorsichtig, Anführungszeichen, jetzt groß alles mähen und dann im Endeffekt der Regen wird alles wegspülen. Das wäre doch zu schade. Also ich müsste eh die Ballen noch wegholen. Ne? Also ja, dann müsste das Rest Stroh entsprechend entsorgen, nicht, aber entsprechend in der Halle ablegen oder draußen gleich ins Kuhstall rein für die Futterproduktion, ne? So, den mache ich stehen. So, aus. Mal schauen mal hier, ob wir noch ein Fahrzeug für stehen haben. Haben wir. Der ist auch leer, das passt. Und das haben wir hier wegen dem Mod die Breitreifen. Sonst würde es geradeaus, gerade eher zum Problem. Fällt mir vor, ne? Das ist nicht schlecht, also. Lassen. Das ist natürlich ungünstig, ne? Also mal von der Wiese runter, da man auf dem Weg besser ist. Jo. Natürlich ist es extrem klar, bei Regen und Nässe hat man da immer geschrieben, dass es Probleme geben könnte, ne? Ja. Gut zum Testen wird reichen. Ansonsten muss ich eh warten, bis es trocken wird hier. Anführungszeichen, bergauf kann später gehen. Aber da haben wir das gleiche wie bei Kettle und Kopf, das ist so ähnlich jedenfalls, was wir im Video gezeigt haben. Ob es das hier auch so ist. Geht bergauf, geht runter mit der Geschwindigkeit. Ich weiß ja nicht genau, was für ein Allrad ist, ne? Was von der Werte her, mit Einsacken von 38%. Schon heftig und durchdrehen mit 90. Gut, wie gesagt, bergauf. Wir müssen zum Häcksler, das ist immer entscheidend. Und dann her sehen wir weiter. Und er meldet ja schon wieder an, dass es Regen aufhört. Das ist halt Thüringen, ne? Aber ich habe den Geomod runtergenommen von Bayern, weil der war letztes Jahr extrem nass und das sieht ja wieder so aus. Ich habe den Geomod jetzt genommen von Saxona. Das ist ja im Grunde geografisch gesehen auch in der Ecke von Thüringen. Und hoffe ich, dass da ein bisschen besser läuft. Ne? Wir haben geschrieben, so Raum Dresden, Elbtal, da die Ecke ist ja nicht gerade Gebirge, das ist eher doch ja, Flachland. Oh Gott. Und von daher denke ich mal, er braucht anfangs sicherlich zum Anpassen, also wird nicht gleich sofort hundertprozentig funktionieren. Das kann schon passieren, dass es ein Jahr dauert, ne? Also im neuen Jahr Prinzip, dass es dann besser wird, ne? Also zum Winter hin, ne? Oder nicht im Frühling. Im Geomod ist es riskant, weil dann könnte sein, dass einige Früchte plötzlich
nicht mehr ernten kannst, ne, zum Beispiel, ne, wenn du zu spät dran bist. Hatte ich mal in der Marsch ein Problem gehabt mit Raps. Da war plötzlich der Raps erledigt, die Gerste war auch erledigt. Dann bin ich wieder zurückgefroren. So. Jetzt sehen wir Mistblocking und Blocking Klee. Kurz mal überschalten. Klee. Sollte eigentlich fertig sein normalerweise. Ah ja. Ja, ist fertig. Wie gesagt, ich würde da zur Not drüben alles Ballen treffen. Zur Not mit drei Ballen treffen. Also da muss man echt. Und wie gesagt, mit Gras schneiden würde ich erst warten, bis es aufhört im Regen. Ja, das würde ich jetzt schon machen. So, was macht unser Kleefahrer, unser Mistfahrer, der hat eigentlich die Meldung gehabt. Auftanken. Ist nicht da. Trotzdem muss ich mal anschalten. Ja, das funktioniert leider nicht. Also das kommt nicht als der hat jemanden geschickt, ne? Das war der andere Fahrzeug. Ach ja, genau. Da war ich stehen geblieben. Gestern. Wir sollten mal herfahren. So. Den müssen wir mit zur Seite fahren. Und wenn muss ich hier Kurs berechnen und dann muss ich den Kurs so einstellen, beziehungsweise dass ich da entsprechend dann den manuell dahin bringe, wo er sein soll. So, wir waren da hinten. Missfahrrad nicht gefunden. Wo ist der Bruder hin? Da. Gut, das ist natürlich klar, er wollte tanken fahren, ne? aber so ist dann meine Folge unterbricht, dann ist es natürlich unser Flug natürlich wieder ungünstig hingestellt, ne? Beziehungsweise er ist dahin gerutscht, also er das Gerät, ne? Starken Mann machen hier. Das ist schwer. Ich muss da irgendwie einen Platz finden, wo ich lassen kann. Ne? Das ist ja jetzt etwas ungünstig. Komm schon ran. So. Wenn so eilig hier. Weil der will nicht tanken fahren. Und den wird man gleich hier reinstellen. Denn wenn sie in der Halle sind, dann nimmt sie erstmal nicht im Weg, ne? Das ist ja das Ganze. Wenn die irgendwo rumstehen, das ist das Problem, dass hier. Wo ist er? Jetzt will er nicht, ne? Streikt er. Jetzt streikt er. Dann machen wir manuell. Ne, wo ist die Maus? Da. Mauspfeil. Weiß auf weißen Grund, das wird man so schlecht. Mit dem Witz müssen wir aus. Mit dem Wappen. Oder das Wappentier von, wie heißt er noch gleich? Aus Friesland. Weißer Adler auf weißen Grund. Fips Asmus, Baby. Ja.
Also mit dem Umgang auf Traktor oder das nichts. Klar, Diesel. Der Kettel und Kopf ist Benzin, das ist ein bisschen irreführend. Das ist auch in den USA nicht realistisch. Gut, das sind in den USA, aber vielleicht sind die Entwickler in den USA, keine Ahnung. Jedenfalls ist das ist grundsätzlich Diesel, ne? Weil Benzin ist ja viel zu teuer. Ich wüsste jetzt kein Traktor, der mit Benzin gefahren würde, ne? Oder weiß es einer besser? Also ich, meiner Ansicht, also ich kenne nur die mit Diesel. Mal alles aus. Also ich könnte jetzt eigentlich die Geschwindigkeit auf 5 einstellen, damit der Regen mal aufhört, ne? Weil das... Aber testen kann man trotzdem, also ich glaube nicht. So. Auch noch kurz vorlaufen. Dann mit dem. Dann zuhören wir wieder. So, LKW, Traktor da hinten. Den müssen wir erst hinfahren. Müssen wir bergauf kommen. Weiß ja nicht genau. Ist ja nur vorne. Junge, das gibt's doch gar nicht. Ist das so nass hier? Das muss ja so nass sein hier, ne? Also, das könnte schon sein, ne? Also Regen. Wäre eine Schaltung nicht schlecht, ne? Weil er wenn sie auch mal Hänger hoch machen. Gibt's doch gar nicht. Ich hätte nicht anhalten dürfen hier, Junge. Dann haben wir die Scheiße. Jo, auch Geld auch noch abziehen, ne? Aber da sagt hier allgemein ein, ne? Schlamm. Wenn er nur vorne durchdreht, ne?
Da sehe ich schon Schwierigkeiten umzukommen. Ob es jetzt direkt am Fahrzeug liegt oder das könnte schon sein, aber im Originalfahrzeug, da denke ich mal, sollte das nicht so extrem sein, dass das gar nicht funktionieren sollte. So, Leute, das soll es auch schon heute gewesen. Wir testen noch nächste Folge. Dann tschüss und ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier bei LS19, gerade irgendwo in Thüringen, in 3.1, 01. Ja, da wollen wir mal sehen, dass wir unser Hexter das Gras aufnehmen kann. Als Pferdegras, das ist entscheidend. Dann sagen wir tschüss. Und im Winkel nochmal ein dickes Dankeschön, falls Sie reinschauen. Tschüss.